ein neues Herz, eine Lunge oder eine neue Niere. Viele Patienten warten dringend auf Spendeorgane. Doch die sind knapp. Abgeordnete aus mehreren Bundesfraktionen haben daher heute einen neuen Anlauf für eine Reform unternommen. Derzeit dürfen Organe nur mit ausdrücklicher Zustimmung entnommen werden. Das parteiübergreifende Bündnis spricht sich dagegen für die sogenannte Widerspruchsregelung aus. Damit wären alle automatisch Spender, wenn sie nicht widersprechen. Dass Franziska Bleis noch lebt, hat sie einem fremden Herzen zu verdanken. Das schlägt heute in ihrer Brust. Gut 2 Jahre ist die Transplantation jetzt her. Sie hat sich damals mit einer Kamera begleiten lassen. Ich denke jetzt auch gerade viel an diesen Spender, der ja jetzt nicht mehr lebt. Franziska Bleis aber schenkt der Spender ein neues Leben. Eine Herzmuskelentzündung nach einem zunächst kleinen Infekt hatte ihr Herz lebensbedrohlich geschädigt. Knapp 2 Jahre stand sie auf der Warteliste. Am Ende mit hoher Dringlichkeit. Die Zeit des Wartens war natürlich gespickt mit vielen Tränen und mit viel Angst. Ich habe eine kleine Familie. Meine Tochter war 8 Jahre alt, als ich krank geworden bin. Und die hatte Angst, alleine nach der Schule nach Hause zu kommen. Sie hatte Angst, ihre Mutter tot in der Wohnung aufzufinden. Die Zahl der Organspender verharrt in Deutschland auf einem niedrigen Niveau, eine Trendwende nicht in Sicht. Damit es mehr potenzielle Spender gibt, hatten Abgeordnete deshalb bereits 2020 versucht, die sogenannte Widerspruchslösung einzuführen. Im Bundestag gab es dafür allerdings keine Mehrheit. Nun wollen mehrere Abgeordnete fraktionsübergreifend einen neuen Anlauf für eine Gesetzesänderung unternehmen. Ich habe mich in der Abstimmung 2020 im Deutschen Bundestag für die Freiwilligkeitslösung zunächst entschieden. Aber ich muss heute erkennen, dass die Hoffnungen auf diese Lösung sich nicht erfüllt haben. Wir sind schlicht und ergreifend nicht zufrieden mit den Zahlen, die uns vorliegen. Denn zur Wahrheit gehört auch, dass pro Tag 3 Menschen versterben, weil sie nicht transplantiert werden. Widerspruchslösung, das würde bedeuten, wenn eine verstorbene Person zu Lebzeiten nicht ausdrücklich widersprochen hat, könnten Organe anders als derzeit zur Transplantation entnommen werden. Kritiker fürchten dagegen, dass die Widerspruchslösung das Vertrauen der Menschen in die Organspende senken könnte. Und sie haben ethische Bedenken. Schweigen könne bei diesem Thema nicht Zustimmung bedeuten. Franziska Bleis ist dankbar, dass es ihr heute mit dem Spenderherz wieder gut geht. Ich hätte niemals gedacht, dass ich wieder so einigermaßen sorgenfrei leben kann. Das ist das wirklich jetzt allergrößte Geschenk. Sie glaubt, die Widerspruchslösung könnte helfen, damit mehr Menschen potenzielle Organspender werden. Aber wir haben es eben in dem Film gesehen, 2020 war so ein ähnlicher Versuch, nämlich die sogenannte Widerspruchslösung, gescheitert. Mein Kollege Michael Pawelitz hat unsere Hauptstadtkorrespondentin Nadine Bader gefragt, was denn dieses Jahr im Jahr 2024 anders ist. Die Abgeordneten haben heute gesagt, es sind eben 4 Jahre vergangen und man hatte ja auch vor 4 Jahren Maßnahmen entschieden, um die Zahlen der Organspender nach oben zu bringen. Zum Beispiel sollen Hausärzte informieren über das Thema, auch Meldeämter, und man hat mit einiger Verzögerung zwar aber ein digitales Organspenderegister eingeführt. Trotzdem stagnieren die Zahlen der Organspender weiterhin auf niedrigem Niveau und sie hoffen eben, dass das Argument jetzt bei anderen Abgeordneten zieht, dass alles, was man bisher versucht hat, eben nicht geholfen habe. Und einer dieser Abgeordneten war auch heute dabei auf der Pressekonferenz, ein Abgeordneter von der FDP. Der hat gesagt, er habe 2020 noch gegen die Widerspruchslösung gestimmt. Also er war für die Entscheidungslösung, die derzeit gilt. Und er habe jetzt eben seine Meinung geändert, weil sich die Zahlen eben nicht gebessert hätten. Und man sagt eben auch, der Bundestag ist jetzt anders zusammengesetzt. Es lohne sich, da einen neuen Versuch zu wagen. Schauen wir mal auf einen besonderen Punkt. Welche Rolle sollen die Angehörigen bei dem neuen Vorschlag haben? Die Rolle der Angehörigen, kann man sagen, wird abgeschwächt. Derzeit ist es ja so, wenn man sich nicht geäußert hat, ob man Organspender sein möchte oder nicht und verstirbt, dann werden die Angehörigen gefragt, was sie möchten. Und die Regelung, wie sie sich die Abgeordneten heute vorstellen, wäre eben, dass die Abgeordneten dann weiterhin gefragt werden. Aber sie sollen nur gefragt werden, ob sie
Informationen hätten, was Ihr verstorbener Angehöriger gewollt hätte, und wenn Sie dazu keine Informationen vorliegen haben, dann soll die Widerspruchslösung gelten. Also dann soll gelten, nicht geäußert, also man ist Organspender. Und die Abgeordneten heute haben eben argumentiert, dass man damit auch die Angehörigen entlasten würde, die vor ansonsten einer sehr schwierigen Entscheidung stehen würden. Es gibt zu wenig Organspenden, das ist klar. Schauen wir nochmal auf die Argumente der Befürworter einer Widerspruchsregelung. Wie sehen die aus? Was könnten die lösen? Die Befürworter, die sagen, dass es eigentlich in Umfragen immer eine recht hohe Zustimmung für das Thema Organspende gibt in Deutschland, die Zahlen aber im Vergleich zu anderen, auch EU-Ländern, eben weiterhin gering sind und dass sich das auch nicht gebessert habe, trotz der Maßnahmen, die man 2020 getroffen hatte. Insofern sagen sie, wir müssen jetzt einen neuen Anlauf starten, und sie äußern die klare Erwartung an alle Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, sich eben einmal mit diesem Thema zu befassen. Sie sagen, es gehe um Leben und Tod. Und da könne man erwarten, dass jeder dann eben auch sagt, ja, ich möchte Organspender sein, potenzieller, oder eben nicht. Und dass das dann eben auch für Klarheit sorgt. Da muss man aber sagen, dieses eine Argument, dass die Zahlen in Deutschland viel schlechter sind bei den Organspendern als in anderen Ländern, das stimmt. Aber die Vergleiche sind nicht ganz einfach, denn die Strukturen in anderen Ländern sind auch anders. Was sagen auf der anderen Seite die Befürworter der ja jetzt geltenden Entscheidungs- oder Zustimmungslösung? Die Kritiker, die sagen, man muss genau da ansetzen bei den Strukturen. Das hat man 2020 auch schon gemacht. Da wurden beispielsweise Transplantationsbeauftragte in Kliniken, also Ärzte, gestärkt, die mit den Angehörigen sprechen sollen. Die wollen, die Kritiker, dass man da noch mal genauer hinschaut, was kann man da noch verbessern. Und sie sagen eben, bei einem so schwerwiegenden Thema, bei einer solchen Frage, könne man Zustimmung, also Schweigen nicht als Zustimmung werten. Sie sagen, das geht ethisch nicht. Und sie haben auch die Sorge, dass durch die Widerspruchslösung das Vertrauen in die Organspende gar sinken könnte in der Bevölkerung. Was auffällt, was besonders ist bei diesem Thema, dass parteiübergreifend diskutiert wird. Warum eigentlich? Das ist häufig so bei Themen, bei denen es um Leben und Tod geht. Das war ja auch 2020 so. Das war auch beim Thema Sterbehilfe so. Man sagt eben, man möchte den Abgeordneten da mehr Raum geben, dass sie parteiübergreifend debattieren, diskutieren können und dass sie dann eben diese schwierige Gewissensentscheidung ganz frei treffen können, dass da nicht ein gewisser Fraktionszwang womöglich ausgeübt werden könnte. Also das ist hier die Argumentation, und deshalb hält sich auch der aktuelle Gesundheitsminister Karl Lauterbach insofern zurück, als dass er sagt, ja, ich bin für die Widerspruchslösung, aber eine solche Initiative, die muss eben aus dem Parlament kommen, wie es ja jetzt auch der Fall ist. Die Debatte für einen neuen Versuch zu einer Widerspruchsregelung, die läuft also. Wie geht es dann weiter? Das war heute ein bisschen vage auf der Pressekonferenz, die Antworten dazu von den Abgeordneten. Also man möchte das jetzt natürlich in den Fraktionen vorstellen und dann eben parteiübergreifend noch um mehr Zustimmung werben. Es könnte natürlich auch sein, dass sich eine Gegengruppe noch formiert im Bundestag mit einem Gegenvorschlag, und dann wird man das irgendwann im Parlament einbringen. Die Aussagen heute gingen eher dahin, dass man noch mehr debattieren müsse und dass man dann womöglich kommendes Jahr im Frühjahr darüber entscheiden könnte. Und dann, falls es eine Mehrheit gibt, soll es auch noch mal eine Frist geben, um die Bevölkerung zu informieren. Man sprach da von etwa 2 Jahren, in denen eben es noch mal eine Informationskampagne geben soll. Und dann würde die Widerspruchslösung, wenn es denn eine Mehrheit gäbe, in Kraft treten können. Nadine Bader, vielen Dank nach Berlin. Gern.